Ich heiße nicht nur Captain Dux, sondern euch auch herzlich willkommen zum Angespielt von Enshrouded. Ja, ich habe es ja schon angekündigt auf meinem Kanal. Das wird es jetzt immer geben. Also, beziehungsweise abwechselnd mit Eagle Dynasty. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt einen Kommentar unter das Video. Ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich habe das Spiel schon in der Demo gespielt, aber alles vergessen. Also ich starte jetzt so ein bisschen blind rein und wir gucken mal, wie es wird. Ich gehe aber davon aus, es wird grandios. Erstmal müssen wir uns einen Charakter erstellen. Voreinstellungen. Alter, ich nehme wieder den alten Sack. So muss das, Leute. Was nehmen wir für eine Freezer? Ich habe immer gern in so Spielen lange Haare. Weil ich auch in der Realität gern lange Haare hätte. Aber ich habe zu viel Testosteron. So, Hautfarbe passt auch. Achso, nee, das ist Haarfarbe. Ja, mach mal so braunmäßig. Bart natürlich heftig, wie immer. Bartfarbe auch so braun. Vielleicht ein bisschen rot. Ja, ich habe ein bisschen rot, ne? Ich habe ein bisschen rot drin. So, Stimme. Okay, ich nehme das letzte, das klingt männlich. Charakter 1. Wir nennen uns natürlich Daxos der Große. Erstellen. Und spielen. So, wir spielen natürlich privat. Erstellen. Meine Welt 1. Kann ich das noch... Achso, ich kann das noch... nennen wir mal YouTube auf... Alter, was schreibe ich hier? Aufnahme. So. Let's go. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure. A blessing. A weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. So ziemlich austauschbare Anfangs-Background-Story. Curse crept into Embervale. The shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Awake. Okay. Machen wir das doch mal. Stimmt, ich schlüpfe ja aus so einem komischen Ei. Habe ich gesagt, dass ich alles vergessen habe? Also ziemlich alles. Es ist auf jeden Fall ein Crafting Survival Baseball Game. Baseball liegt hier in schöner Fokus, weil das Baseballen hier tatsächlich krass gemacht ist. Deswegen hype ich dieses Game auch. Ja, keine Ahnung, wo wir jetzt lang müssen. Okay, hier. Mit der Flamme kommunizieren. Du hast so lange geruht, Flammenblut. Das Gluttal ist untergegangen, verschlungen von Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen.
dann machen wir das doch mal. Übrigens, Dunkelheit ist gerade nicht so der Fall. Alter. Es sieht halt auch schon krass aus, ne? Wir spielen das jetzt hier auf Ultra-Settings. Ich glaube, mehr geht nicht. Und genießt das Game. Ich erwarte eine große geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckungen im Auge zu behalten. I. Achso. I ist mein Inventar. M ist die Karte. Tagebuch, Handwerk. Hier werden alle entdeckten Rezepte für deine Handwerksstation gespeichert. Du kannst diese Symbole auswählen, um schnell verschiedene Kategorien zu navigieren. Hier findest du die Anforderungen und Zutaten für jedes Rezept. Du kannst Rezepte anheften, um benachrichtigt zu werden, sobald du genug Zutaten zu ihrer Herstellung gesammelt hast. Bla bla bla. Das wollt ihr alles auch nicht hören, oder? Wir werden jetzt erstmal... Oh, oh, oh. Das ist natürlich ein krasser Skilltree. Und den werden wir uns aber erst angucken, wenn es soweit ist. Erstmal gehen wir hier ein Stück weiter. Gibt es hier was zu looten? Hier gibt es was zu lesen? Boah, nee, ich lese euch jetzt nicht wirklich alles vor, oder? Das wollt ihr auch gar nicht. Geht mir auf den Sack, geht euch auf den Sack. Ihr wollt ein bisschen Action sehen, ein bisschen Dummgelaber, ne, von mir. Wie immer. Oha. Der Knüppel sieht aus, als wäre er für mich. Für mich gemacht. Ach, ist eine Fackel. Lol. Okay. Hier gibt's was zu plündern. Loot, 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 loot. Explosive Schwarzpulverkugel. Okay. Ich nehme nicht die Leiter, ich springe. Hier gibt's die nächste Fackel. Okay. Jetzt meine jetzt ja... Achso. Okay, ich sehe es da unten schon. Die geht, die verliert Haltbarkeit. Verstehe. Okay, wir sind jetzt im Miasma, in diesem komischen Nebel, der hier... oh, ich habe die Knolle weggehauen. Okay. In diesem komischen Nebel, der dieses Spiel hier also zu dem macht, was es ist. Und irgendwie sehr wichtig ist für das Game. Oh, Gegner. Okay. Der war aber easy. Naja, gut, ist ja auch Anfang vom Game, ne? So, wir nehmen einmal alles, bitte. Ich muss mich auch erstmal zurechtfinden, was ist hier wichtig, was nicht und bla bla bla. Aber wir können ja schon mal gucken, ob wir was machen können. Oh, Flammenalter. Ja, da brauchen wir 5 Steine für. Bandage, Stofffetzen haben wir. Garn haben wir nicht. Rüstung, Lumpen. Brauchen wir Garn für, okay. Haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Ich würde mir hier gern was anziehen. Was Fesches. Falls du erwachst... Was? Falls du erwachst du an deinem zuletzt besuchten Lagerfeuer wieder zum Leben. Ach so, fällst du. Lol. Ich kann wieder nicht lesen. Kann ich irgendwie die Fackel wegtun? Damit die kein Life verliert? Oh, hier gibt's was zu naschen. Und Honig. Hier gibt's echt viel zu looten. Die Büsche kann ich looten. Dann diese Beerenbüsche. Und natürlich auch Steine, ja. Wir brauchen Steine, um so ein Teil zu machen, ne? So ein... Ihr wisst doch, was ich meine. Jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein. So einen komischen Altar. Erreiche Stufe 2, habe ich jetzt freigeschaltet. Okay. Stufenaufstieg. Ja, nice. Kann ich hier irgendwas looten? Nee. Alles verrostet. Hier gibt's Garn. Und hier kann ich schlafen. Okay. Kann ich die Kiste looten? Nee, ist nicht zum Looten. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dies waren die Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich einen seiner Art gesehen habe und es wird wohl auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das... Entschuldigung, meiner... Ey, es tut mir wirklich leid. Meiner verbliebenen Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht.
Ich habe gerade noch was gegessen. Ja, und vielleicht auch einen Schluck Cola getrunken. Ja, wenn euch das passiert, dann würdet ihr auch rülpsen. Bin mir sicher. Aber ich entschuldige mich dafür. So viel Anstand habe ich schon. War das? Oh, oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich hab die Ratte getötet mit einer Bombe. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte noch keine Bombe verschwenden. Ratte, geh tot. Ich habe mich aber auch erschrocken. Ich habe gedacht, was kreischt hier so rum? Was ist hier am Kreischen, habe ich gedacht. Gibt's hier was? Alter, hier ist nur was zu lesen, Alter. Das wollt ihr doch alles nicht hören, oder? Und ich will das auch nicht lesen. Wenn es was Wichtiges ist, dann machen wir das schon. Jetzt nicht so wie eine Quest in Medieval Dynasty, die man lesen sollte. So. Hier drüben war ich noch nicht. Was ist das für ein hässliches Tier? Hallo? Du Tier? Hier ist der Nebel. Hier können wir Wasser schöpfen. Wie viel Wasser haben wir denn jetzt geschöpft? Achso, mit Tab kann ich mir einen Gegner hier so festmachen. Okay. Cool. Fokussieren. Ein Schaf, nee, eine Ziege. Ja, eine Ziege. Ich brauche noch Steine, bevor ich eine neue Base bauen kann. Es sieht aber auch halt wunderschön aus. Und was halt auch wunderschön ist, ist einfach dieses Overlay, dieses Menü. Das gefällt mir auch. Das hat seinen eigenen Stil, habe ich so noch nicht gesehen, aber es ist hübsch. Baue einen Flammenaltar, also soll ich es hier hinbauen? Position erreicht, sagt er mir. Okay, also hier sollen wir die erste Base bauen. Okay, na, wenn er sagt, dass wir das machen sollen, dann machen wir das doch. So, jetzt habe ich den hergestellt. Und wo ist der jetzt? Warte mal. Rucksack. Zieh ich mal dahin auf die 4. Und dann können wir jetzt mit der 4... Oh, das ist ja mal mega krass. Also zum Bauen. Das habe ich ja noch nie so gesehen. Vogelperspektive. Das ist ja schön. Mit der Flamme kommunizieren. Du bist nicht allein. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Bauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe. Direkt hinter dem Miasma. Verhüllten Tal. Okay. Okay. Reise durch das Miasma. Aber kann ich jetzt nicht irgendwie... Baue ich jetzt nur so ein Teil? Nee. Bauhammer können wir noch herstellen. Rucksack. Ich muss mich erstmal neu orientieren, ne? Ich spiele zurzeit zu viele solche Games und habe immer wieder das Problem, dass ich mir die neuen Commands einbringen muss. So, jetzt können wir bauen. Tabulator. Wähle die Form, mit der du etwas bauen möchtest. Ja. Wähle das Material, mit dem du etwas bauen möchtest. Öffne das Untermenü, um aus verschiedenen Formkategorien auszuwählen. Okay. Okay. Okay, dafür brauchen wir... Stelle Blöcke an der Werkbank her. Achso, wir brauchen eine Werkbank. So war das, genau. Wir müssen nämlich eine Werkbank bauen, um an der Werkbank Blöcke herzustellen, damit wir was bauen können. Und dafür brauchen wir Holzscheiter und Garn. Wie mache ich denn Garn? Das muss doch irgendwie funktionieren. Aus Pflanzenfasern. Aha. Kann ich eine Axt oder so einen Scheiß herstellen? Holzfäller-Axt, da. Spitzhacke, sehr gut. Dann hacken wir erstmal fröhlich Holz. Ich baue mir nämlich hier erstmal ein kleines Häuschen, bevor ich hier irgendwas Questmäßiges tue oder so. So, Werkbank. Einmal eine Werkbank bitte erstellen. Und die packen wir uns da mal hin. Auf die 5.
Können wir die? Nee, können wir nicht. Okay, müssen wir erstmal ein bisschen außerhalb platzieren. Die möchte ich dann gerne in das Haus stellen. Aber erstmal müssen wir außerhalb platzieren, damit wir erstmal Sachen bauen können, mit denen wir das Haus machen. Ach, wir können sie wieder aufnehmen? Ah ja, und herstellen. Ja, okay, verstehe. Okay, jetzt haben wir schon mal ein Fundament gesetzt. Will ich so ein quadratisches Haus bauen? Nee, ich baue ein bisschen... Ich baue das ein bisschen länglich. Eine kleine, lange Halle. So. Mit R können wir so 90 Grad drehen. Verstehe. Mach mal den Ausgang hier hin. Eine Tür. Das ist jetzt, ich arbeite jetzt natürlich erstmal mit vorgefertigten Sachen hier. Aber man kann natürlich, ihr seht es da unten, ne? Man kann so viel machen damit. Es ist unglaublich. Könnt ihr das jetzt alles im kleinsten Detail, Fenstergröße und so ein Scheiß hier, könnte ich alles festlegen. Das ist wirklich, also wir werden hier uns auch kreativ auskotzen können. Sag ich euch gleich, so wie es ist. So. Und jetzt brauchen wir Schrägen. Das haben wir da hinten. Ja, sehr gut. Bin überrascht, dass mein Material noch hält. Oh. Sagte er und hatte keins mehr. Okay, wir fällen Bäume. Wird auch langsam Nacht. Ich würde das gern noch heute fertig kriegen, das Haus hier. Okay, es ist dunkel. Wird aber auch schon. Also, von so, ich sag mal, Dämmerung bis dunkel war jetzt auch nicht wirklich ein Übergang. Es war sofort dunkel hier. Ah, okay, das mit dem Food ist so ein bisschen wie in Valheim. Hab ich gerade gesehen. Also wenn wir jetzt... Nee. Können wir hier noch was anderes essen? Nee, wir können nur Pilze essen zurzeit, ne? Ach doch, hier. So, wir können jetzt aus 3 Lebensmittelvergiftungen, weil ich was Rohes gegessen habe. Super Dachs, sehr schön. Wir können uns jetzt aus 3 Lebensmitteln so ein bisschen was, so eine Kombination zusammenstellen. Habt ihr schon mal Valheim gespielt? Wenn ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Da ist es ja genauso, würde ich sagen. Genauso. Kannst du auch aus 3 verschiedenen Lebensmitteln dir so ein bisschen was zusammenstellen. Und diese Kombination aus den 3 ist dann wichtig für was auch immer. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber in Valheim ist es auf jeden Fall wichtig dann für Life und Ausdauer und so, ne? Was ich meine. Wir können die Werkbank auf jeden Fall jetzt indoor stellen. Gerade ein bisschen heller geworden. So, bauen wir mal hier hin. Und dann baue ich noch ein paar Holzblöcke. So, haben wir auch eine Spitze oder sowas? Oh ja, hier haben wir sowas. Also hier können wir uns das zusammenbauen aus so 2 Teilen. Aber da brauche ich, dann muss ich nach da oben kommen. Dann müsste ich mir erst was bauen. Wartet. Das kriegen wir hin. Wenn ich mir jetzt hier eine Treppe baue und dann das da oben hinsetze, dann bin ich richtig gut. Pass auf. So. Es ist gar nicht so einfach zu bauen hier. So. Und dann auf die andere Seite. Ja. Guck mal, haben wir eine Spitze gebaut. Können wir auch was abreißen? Sicherlich, aber... Ach so. Okay, habe ich schon gemacht. Gut. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht mehr. So, hier machen wir hoch. Zack. Drehen. Zack. Okay, jetzt müssen wir nur ein Dach bauen. Kann ich aus diesen Blöcken hier, aus so einer Treppe... nur da müssen wir gucken jetzt, wie machen wir jetzt ein Dach? Dächer, hier sind Dächer. 4 Meter Dach. Aber, achso, wir müssen noch, richtig, wir müssen ja noch Dächer bauen. Achso, mit rechter Maustaste löschen wir was. Okay. Pflanzendachblock. Pflanzenfaserdachblock.
Brauch mal sehr viel Pflanzenfasern für. Ich hoffe, das reicht jetzt. So. Okay. Und jetzt haben wir hier irgendwo eine Spitze, ne? Habe ich doch eben gerade gesehen. Hier. Das Gerät. Haben wir noch Blöcke? Ja. Aber wir brauchen wieder eine Treppe. Hm, toll. Achso, mir fehlen Pflanzenfasern. Okay. Dann gehen wir nochmal raus in die böse Wildnis. Oh, Gegner. Er hat mich erwischt. Oh, der ist auf jeden Fall stärker als der andere eben. Muss ich ein bisschen gucken hier. Ich habe keine Lust jetzt schon zu sterben. Okay, ich hab ihn. Es war gar nicht mehr so gut. Entweder werden die stärker durch... Oh, da sind ja noch zwei. Lol. Entweder werden die stärker nachts. Oder... Oh, die haben eine Ziege getötet. Oder die sind einfach jetzt außerhalb der Höhle, außerhalb der Anfangshöhle so stark. Ja. Ich habe das schon bei meiner Demo-Runde gemerkt, dass das Game hier auch mal schnell frustrierend wird, wenn man zu oft stirbt. Ja, da muss man natürlich auch drauf achten. Ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Dark Souls-Flavor hier. So. Ich hoffe, das reicht jetzt an Pflanzenfasern. So, haben wir jetzt alles? Es sieht gut aus. Also müssen noch die Treppen hier wieder wegreißen. Aber an sich sieht das aus wie ein Haus. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, geht bestimmt noch schöner, aber dafür müssen wir noch ein bisschen gucken, wie wir hier so Sachen machen halt. Also wie wir hier bauen. Alter, ich stehe heute wieder komplett auf dem Schlauch, ne? Kann Gleiter herstellen, Stauraum, Greifhaken, Betten, Pflanzenfaser, Garn, Stoffreste hätten wir schon. Eine Feuerstelle, Lichtquellen, Türen, Holztür. Mhm. Doppeltür. Okay. Baugerüste kann man auch herstellen. Ah, okay. Interessant. Ich würde ja gerne erstmal ein Bett haben. Dass ich hier nachts pennen kann. Wäre gar nicht so schlecht, aber wir brauchen dafür wieder Pflanzenfasern. Und die sind jetzt hier gerade so ein bisschen Mangelware, habe ich das Gefühl. Wir haben jetzt ziemlich alles abgegrast. Ja, wir brauchen noch drei Garn. Jetzt können wir ein Bett erstellen. Ah, okay, wir haben auch gleich primitives Holzbett freigeschaltet. Okay, hier können wir auf jeden Fall schlafen. Ach, wir brauchen noch Wärme. Okay. Aber es ist schon mal Tag. Schön. Was brauchen wir denn für so eine Feuerstelle? Holz, natürlich. Das sollten wir hinkriegen. Also zumindest geht die Haltbarkeit von der Axt nicht so schnell runter. Das ist doch schon mal positiv. Also nicht so schnell wie Mad Eagle. Ich hätte gerne eine Tür. Was muss ich denn tun für eine Tür? Garn herstellen für eine... Hier brauche ich Metallschrott, hier brauche ich Garn. Okay, warte mal. Garn, Garn, Garn. Ach, wir brauchen wieder Pflanzenfasern. Mann. Ich wüsste halt auch gern... Was ich machen muss, um mein Life wieder aufzufüllen. Oh, wir können Pilze kochen. Okay, jetzt haben wir gegrillte Pilze.
Schön. Ja, ich suche mir noch ein paar Pflanzenfasern, damit wir eine Tür herstellen können. Und dann können wir ja mal gucken, was wir dann noch so herstellen können, was wir noch so bauen können. Was ist das hier? Das sieht aus wie Metall, ne? Soll ich es mal versuchen mit der Spitzhacke? Feuerstein. Okay. Graben wir jetzt hier ein richtiges Loch rein? Geil! Genau, das ging ja hier auch. Du kannst theoretisch auch eine Base im Berg bauen, indem du dir einfach eine Höhle reinbaust. Das ist mega cool. Weiß zwar nicht, was man mit dem Feuerstein macht, aber ich nehme erstmal mit. So. Achso, für eine Tür brauchen wir jetzt, müssen wir Garn draus herstellen. Da ist die Tür. Hätte gern so eine. Fenster können wir auch herstellen. Oh, geil. Wie viele Fenster habe ich? Nochmal ein paar. Geschirr. Tische, Feuerstelle, Stühle, Bänke, Lichtquelle. Ja, das ist alles, das bringt uns alles noch nichts. Glaube ich jedenfalls. Miasmaholz, Miasmasporen, Garn. Für einen Gleiter. Okay. Erstmal bauen wir hier eine Tür rein. Muss ich dafür das hier nehmen? Nein, muss ich nicht. Sondern ich nehme mein Inventar und ziehe mir die Tür hier rein. Ah ja. Schön. Ich habe eine Tür. Und ich habe Fenster. Naja, sieht doch top aus. Was will man mehr? Und die reichen sogar. Schön. Ach, zum Alt kann man das hier wechseln. Ah, okay. Gut zu wissen. Kann ich Maiskolben kochen? Kann ich. Und ich habe noch so eine Hasenkeule. Oder was auch immer das für ein Vieh war, was ich da drangsaliert habe. Okay, jetzt habe ich drei Lebensmittel gegessen. Kann vielleicht noch Honig essen? Alle Nahrungsslots belegt. Ah ja, verstehe. Altar aufwerten. Erweitere den Baubereich. Da brauche ich Miasma-Seele für. Okay. Achso, dann wird der Bereich draußen größer, in dem ich bauen kann. Ja, verstehe. Ich glaube, ich muss Bandagen herstellen, um mich zu heilen. Kann das sein? Oh, ich kann ein Schild herstellen? Ich glaube, das macht Sinn. Eine Keule ist eine Waffe, eine Nahkampfwaffe. Stelle ich mir mal her. Und einen Bogen. Ja, easy. Und dann noch ein paar Holzpfeile. Kann ich aus Ästen herstellen. Magierstab? Zauberstab. Warte mal. Waffe für mittlere Entfernung? Fernkampfwaffe. Ein einfacher Magierstab aus verkalkten Knochen. Rudimentär, aber effektiv. Digga, ich mach mir einen Magierstab. Oder? Wollen wir voll auf Magier gehen? Was macht denn der? Zauber wirken? Keine Munition. Und was schieße ich denn? Warte. Das war im Inventar. Handwerk. Mit was schießt der denn? Rüste Zauber aus, um sie zu wirken. Warte mal, wir haben ja ein Level gemacht, ne? So. Oh, und wir können überlebender Bestienmeister-Waldläufer
Assassine, Zauberer, Barbar, Athlet, Krieger, Tank. Mit Zauberer, den gehen wir in die Richtung. Willenskraft, erhöht die Gesundheit um 20 pro Attributspunkt. Ich glaube, ich muss erst einen Zauber lernen, um den dann tatsächlich anzuwenden. Wisst ihr, was ich meine? Dann gehen wir doch mal in diese Zauberer-Richtung. Dies ist der Weg. Beim Angriff einer Magiewaffe wird jeglicher Schaden um 10% erhöht. Aber ich habe halt keine Munition. Ich weiß halt nicht, mit was ich da schieße. Aber dann gehen wir erstmal auf Bogen, ne? Bis wir dann irgendwann wissen, wie wir mit Zaubern umgehen. Jetzt mache ich mir erstmal eine Bandage drum. Okay, also Life steigt wieder mit der Bandage. Okay, also bin ich da mit der Bandage gut bedient. Verstehe. Ah, okay, aber auch nicht ganz hoch. Okay. Können wir jetzt nochmal drauf gehen? Verstehe, okay. Hier unten können wir Kampfmagier gehen. Zauberer, Gauner, Kampfmagier. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal einen Punkt rein. Wenn ich mich verskillt haben sollte und ihr das jetzt schon seht, dann sagt's mir bitte. Kann auf jeden Fall noch nichts zaubern. Okay, hier kann ich Attribute hochmachen. Oder ich kann mir die Attribute angucken. Aber warum zeigt er mir jetzt hier noch diesen Fortschrittspunkt an? Ich kann hier keine Punkte verteilen. Okay, jetzt habe ich den Stab ausgerüstet, aber als Fernkampfwaffe. Aber ich habe ja noch keine Munition. Ich werde erstmal den Bogen ausrüsten. Ich muss mir auch so Lumpen herstellen, aber dafür brauche ich Stofffetzen. Kann ich Stofffetzen selber herstellen? Nee. Muss ich finden. Ja, dann gehen wir doch mal einfach mal in die Richtung da, wo die Quest uns das anzeigt, oder? Ah, okay. Ich muss nicht selber zielen, wenn ich mit dem Bogen schieße, sondern ich kann das Ziel auch anvisieren und einfach schießen. Das ist gut. Das gefällt mir. Gibt's hier was zu looten für mich? Oh, hier ist eine Kiste. Holz... Ja, toll. Holzpfeile. Aber so klettern kann ich nicht. Das ist schade. Ich glaube, ich ein bisschen geführt. In dem Game. Wenn man so wie in Zelda Breath of the Wild irgendwie klettern könnte, ne? So, hier gibt's auch eine Feuersteinpfeil. Okay. Nehmen wir auch mal mit. Hier gibt's wieder was zu lesen. Bla bla bla. Irgendein Hauptmann. Sonst gibt's hier nichts zu looten. Sehr schade. Oh, ein Heiltrank. Nicht schlecht. Ich habe bestimmt schon irgendwas überlesen, was ich hätte lesen sollen. Bleibe auf dem Pfad, dass du nicht der Brut des Miasmas zum Opfer fallen mögest. Die Erlösung naht. Achso, da oben haben wir jetzt Time, wie lange wir hier drin bleiben dürfen in diesem Nebel. Verstehe, 4 Minuten 48. Aber mit dem Bogen läuft doch ganz gut. Also der Feind eben, der war doch okay. Dann haben wir auch die Stofffetzen. Und wir haben einen Ring gefunden. Okay. Stofffetzen sind gut. Nehme ich gern. Die Sanduhrkapsel stellt deine verbliebene Zeit im Miasma wieder her. Okay. Ah. Aber müssen wir ja jetzt nicht unbedingt. Wir müssen, glaube ich, hier geradeaus... Ist das hier eigentlich dieses Miasma-Holz? Rucksack ist voll. Oh nein. Das ist natürlich sehr schlecht für so ein Survival-Game, wenn der Rucksack voll ist. Ich hätte mir eine Kiste craften sollen. Hier kann man hochklettern. Ich bin auch nicht mehr im Nebel, das ist gut. Ach, hier kann ich kochen, okay.
Ich glaube, mein Rucksack ist nur also voll im Sinne von, dass genug verschiedene Gegenstände da drin sind. Und ich aber noch von den Sachen, die ich drin habe, noch natürlich Sachen reinladen kann. Holz und sowas, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich jetzt hier sammle, genau, dann kriege ich Pflanzenfasern und Äste. Bist du... Oh, okay, alles klar. Du bist also böse. Er trifft mich immer mit einem Pfeil. Wenn er so drei auf einmal schießt. Der Sack. Rucksack ist voll. Also Metallschrott brauchen wir auf jeden Fall. Also muss ich jetzt mal kurz gucken, was wir aus dem Rucksack rauswerfen, was wir nicht mehr brauchen. Ich glaube, ich werde die Pilze rauswerfen. Wir können die löschen. Aber das Elixier würde ich auch gern mitnehmen. Was ist denn... Wir haben ja so einen Ring, ne? Wir können den doch bestimmt ausrüsten. Der macht Ausdauer und Lebenspunkte hoch. Easy peasy. Und dann können wir uns doch noch das Elixier reinpfeifen. Schön. Ja, das ist die Brücke, die eingestürzt ist. Aber wir müssen jetzt in die andere Richtung. Hier hoch. Oder wohin? Ich guck mal kurz auf die... Auf die Minimap. Ja, auf die Minimap. Auf die Map meine ich. Oh, das sieht nach Kämpfen aus. Ich würde aber sagen, bevor wir hier kämpfen... sage ich mal, was das mit dieser Folge Enshrouded. Ich habe reingezockt. Ich habe Bock. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt einen Kommentar unter das Video, wie geil ihr die Folge fandet. Und ein Abo wäre auch nicht schlecht. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Oder dann in der nächsten Folge Mad Eagle. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.